Hitlers Krieg hatte jetzt alle Kontinente erreicht. Ein Wendepunkt der deutschen Kriegsführung, Wechsel im Oberkommando der Kriegsmarine im Schatten der Katastrophe von Stalingrad. Im Januar 1943 ernannte Hitler den bisherigen Führer der U-Boote, Admiral Karl Dönitz, zum Oberbefehlshaber der deutschen Kriegsmarine. Dönitz erklärte kurz und bündig, die Seekriegführung ist der U-Boot-Krieg. Mit dem Machtantritt von Dönitz konzentrierte sich die Marine auf den Bau von U-Booten. Churchill erklärte später, die Deutschen wären weise gewesen, alles auf diese Karte zu setzen. Jetzt, 1943, tun es die Deutschen. Zu spät. Deutsches U-Boot auf Feindfahrt im Atlantik. Ein britischer U-Boot-Jäger greift an. Herbert Olsen war Funkobergefreiter auf einem U-Boot im Atlantik. Wenn Sie in dem Überwasser sind und dann plötzlich von einem Zerstörer angegriffen werden, dann tauchen müssen und kommen nicht mehr rechtzeitig auf große Tiefe, dann hören Sie den Zerstörer erheblich. Wenn Sie also auf 30, 40 Meter sind, dann hören Sie ihn auf 200 Meter schon heranrasen, dann hören Sie die Maschinen. Sie hören auch das Einklatschen der Wasserbomben und die Detonation natürlich, die hören Sie auch auf 150 Meter und auch sonst noch. Dann versucht man, wenn man ihm entwischen will, während der Wasserbombenwürfe aus dem Suchkreis herauszukommen, denn nur dann, wenn die Wasserbomben detonieren, ist der Zerstörer auch etwas machtlos, horchen kann er dann nicht mehr. Dann haben wir also die Tiefenruder in Bewegung gesetzt und mit etwas schnellerer Fahrt versucht, dem Suchkreis zu entwischen. Das kommt natürlich darauf an, wie clever die Kommandanten sind, der Zerstörerkommandant ist und wie der U-Boot-Kommandant ist. Es ist so ein kleiner Privatkrieg dann. Die Bewegungen wurden weiträumig. Von Woche zu Woche forcierte Dönitz den U-Boot-Angriff auf den britisch-amerikanischen Nachschub. Von Amerika aus waren gewaltige Schiffskonvois, Geleitzüge nach England und später nach Russland unterwegs, um die Insel Großbritannien und den neuen Verbündeten, die Sowjetunion, nicht nur mit Lebensmitteln, sondern auch mit dringend benötigtem Kriegsmaterial zu versorgen. Dönitz' strategische Idee war, mit U-Boot-Rudeln über den Atlantik verteilt, die wichtige Versorgungslinie empfindlich zu treffen. Die deutschen Boote schienen die Oberhand in der seit Monaten tobenden Atlantikschlacht zu gewinnen. Der inzwischen zum Großadmiral beförderte Dönitz warf jetzt mehr als 100 Boote in diese Atlantikschlacht. Im Vorjahr waren es nur 21 gewesen. Und im Laufe des Jahres 1943 stiegen die Verluste der Briten und Amerikaner bis zu 20%. Eine fast unerträgliche Verlustrate für ihre Geleitzüge. Dönitz forcierte den Bau neuer U-Boote und stellte damit die bisherige deutsche Flottenbaupolitik vollkommen auf den Kopf. Sein Vorgänger Erich Raeder, ein traditionell denkender Admiral, hat auf große Kampfschiffe gesetzt. Er war darin unterstützt worden von Hitler, der in Schlachtschiffen wie der Bismarck Instrumente seiner künftigen Weltmachtpolitik sah. In Wirklichkeit war die Zeit der Schlachtschiffe, Panzerschiffe und schweren Kreuzer vorbei. Die Verletzbarkeit der großen Überwasserschiffe zeigte sich schon früh 1941 bei der dramatischen Ausfahrt des Schlachtschiffes Bismarck.
Wilhelm Schmidt war Stabsobermaschinist auf der Bismarck und ist einer ihrer wenigen Überlebenden. Unser Schiff war eins der modernsten Schiffe, die zurzeit gebaut worden sind. Parallel dazu hatte der Engländer auch nach dem Flottenabkommen, Londoner Flottenabkommen, die 35.000 Tonnen Schlachtschiffe Prince of Wales und King George V. gebaut. Unseres war einsatzfähig, der Engländer war mit seinen Schiffen noch in der Erprobung. Und sodass wir zu dieser Zeit das modernste Schiff, was überhaupt in der Welt war, hatten. Freizeit an Bord. Am 24. Mai 1941 hatte die Bismarck den britischen Schlachtkreuzer Hood versenkt. Der Jubel an Bord war groß, auch wenn das Schiff selbst Treffer erhalten hatte. Am 25. waren wir praktisch mutterseelenallein auf der See. Es war inzwischen auch bekannt, dass der Engländer sämtliche Einheiten jetzt aus den Heimatgewässern, von den Geleitzügen, von Gibraltar abzieht, um uns zu jagen. An denselben Tagen hatte der Admiral Geburtstag und hat uns klipp und klar gesagt, so sieht die Sache aus. Es muss mit dem Äußersten gerechnet werden. Zwei Tage später, am 26. Mai, spürt ein Flugzeug die Bismarck auf, zerstörte durch Torpedotreffer die Ruderanlage und hetzte die britische Flotte auf das verwundete Schiff. Hier war das Dilemma der großen Pötte, wie man diese großen Schiffe nannte, sichtbar geworden. Nachdem wir nun bis zur letzten Granate geschossen haben, und das merkt man ja und hört man ja auch, und sich nichts mehr im Schiff rührte, kam zu mir in meiner Abteilung durch Läufer, denn es waren ja die Telefone, Lecktelegrafen ja alle ausgefallen, da war ja nichts mehr heil, mit der Meldung, Schiff versenken. Wir haben uns dann gegenseitig verabschiedet. Ohne den grässlichen Anblick der Toten und Verwundeten, die zum Teil mit abgeschlagenen Oberkörper, abgeschlagenen Beinen und so weiter da furchtbare Verletzungen durch Granateinwirkungen erlitten haben, da noch einen Abschied zu geben. Und wir haben dann unsere Schwimmwesten angelegt. Der Junak sagte zu mir, ja, Schmidt, Sie haben ja auf der Karlsruhe mal sowas Ähnliches miterlebt. Nur wollen wir mal sehen, wie wir hier aus diesem Schlamassel herauskommen. Jetzt musst du vom Schiff, nachdem es sich immer mehr nach Backbord und mit dem Hinterschiff tiefer ins Wasser lag, denke, jetzt musst du weg. Und dann bin ich dann in dieser schweren See am hinteren flachen Stock ins Wasser rein. Und dann sah ich von Weitem zwei Mastspitzen. Es war dann der schwere englische Kreuzer Dorsetshire. Am 27. Mai um 10.40 Uhr versank die Bismarck im Atlantik. Obermaschinist Arnold Hornig lag mit seinem Zerstörer im Atlantikhafen Brest. Wir sollten abends gegen 23 Uhr wieder auslaufen. Inzwischen kam Fliegeralarm und der Hafen wurde vernebelt. Wir bekamen aber mit, dass auch die Schlachtschiffe Scharnhorst und Gneisenau und der schwere Kreuzer Prinz Eugen sich seeklar machten und auch auf Rede gingen. Wir vermuteten, dass es eine größere Operation werden sollte. Was für eine, das wussten wir nicht, denn es wurde streng geheim gehalten. Dann liefen wir aus und der Engländer bekam es nicht mit, als wir ausliefen, da der Hafen vernebelt war. Als wir draußen waren, gab der Kommandant über Bordlautsprecher bekannt, dass wir versuchen wollten, durch den englischen Kanal unsere Heimat zu erreichen. Dieser außerordentlich gewagte Durchbruch durch den Kanal sollte die großen Pötte in ihre Heimathäfen zurückbringen. Wir liefen als Führerboot voraus. Vor uns lief noch eine Minensuchflottille, die den Weg freimachte von eventuellen Minen. Wir kamen ungefähr bis kurz vor Dover-Calais, da wurden wir von einem englischen Aufklärer entdeckt.
dann bekamen uns auch die Küstenbatterien von Dover mit, dass wir da durch wollten. Und sie eröffneten das Feuer auf uns. Unsere Schlachtschiffe erwiderten mit der schweren Artillerie mit den 28-Zentimeter-Türmen ebenfalls das Feuer. Und danach entwickelte sich eine ungeheure Luftschlacht. Unsere Jagdflugzeuge wurden damals von Galland geführt und wir wussten nicht mehr, ob es Feind oder Freund war. Wir wussten nicht mehr, worauf wir schießen sollten. Der große Flottenverband kam völlig unbeschädigt an der englischen Küste vorbei. Nur ein Prestigeerfolg, aber für die Engländer deprimierend. Die beiden Schlachtschiffe gingen später verloren. Die Scharnhorst im Duell mit einem britischen Schlachtschiff, die Gneisenau durch Fliegerbomben. Auf unseren Schiffen wurde kein Treffer erzielt. Der Norwegen-Feldzug hatte es schon 1940 gezeigt. Zur Unterstützung der Heeresoperationen waren Überseeschiffe eingesetzt worden und mussten schwere Verluste hinnehmen. Kriegsentscheidend wurden sie nicht mehr. Modern denkende Marineoffiziere hatten früh genug gewarnt. Sie hätten lieber dem Bau von Flugzeugträgern den Vorrang gegeben, die eine Flotte besser verteidigen und angreifen konnten. Aber Deutschland hatte keinen einzigen. Der geplante Flugzeugträger Graf Zeppelin wurde nie in Dienst gestellt. Damit waren die großen deutschen Schiffe ohne diesen Schutz auf die Dauer strategisch unwirksam. Aber der Seekrieg sollte erst richtig losgehen, fern von Europa, im Pazifik. Die Japaner hatten die US-Flotte in Pearl Harbor, Hawaii, angegriffen und im weiteren Verlauf der Kämpfe der amerikanischen Marine durch zum Teil selbstmörderische Einsätze hohe Verluste beigebracht. Japanische Delegationen waren in Berlin zu Gast. Japan und Deutschland versuchten eine weltweite Zusammenarbeit, die sie im Jahre 1942 in einem Abkommen manifestierte. Die Welt sollte in zwei Operationsgebiete aufgeteilt werden, in den europäisch-atlantischen und in den pazifischen Raum. Sogar ein japanisches U-Boot lief in einen Atlantikhafen ein, um in einem von den Deutschen dort erbauten U-Boot-Bunker überholt zu werden. Dönitz-U-Boot-Männer tauchten ebenfalls um diese Zeit an Japans Küste auf. Mit dem Eintritt Japans in den Krieg glaubte Hitler, Amerika an der Zange zu haben. Japan vermied es, an einer zweiten Front gegen die Sowjetunion zu kämpfen, wie es Hitler wünschte. Japans Hauptgegner waren die USA. Die Amerikaner konnten sich damals im Pazifik nur mit äußersten Anstrengungen im größten Seekrieg der Geschichte behaupten. Nach tagelanger Fahrt ist die amerikanische Küste erreicht. Das Boot steht dicht vor New York. Es hat nur noch 15 Meter Wasser unter dem Kiel. Die von Dönitz inzwischen stärker ausgebaute U-Boot-Flotte konnte nun unbehelligt bis zur amerikanischen Küste vorstoßen. Deutsche U-Boote vor der Silhouette von Manhattan, New York. Es waren zunächst nur 5 Boote. Aber sie fanden eine freie Wildbahn vor. Deutsche U-Boote in der Karibik und im Nordmeer. Da Japan nicht bereit war, Russland den Krieg zu erklären, mussten sie versuchen, Lücken in die Kette der amerikanischen Geleitzüge nach Russland zu schlagen. Kapitänleutnant Harding, dessen Boot unmittelbar vor den Toren New Yorks operierte. Im Frühsommer 1943 stand die deutsche U-Boot-Flotte auf dem Höhepunkt ihrer Triumphe. Die erfolgreichen Besatzungen wurden bei ihrer Heimkehr gefeiert.
Dönitz' U-Boote waren im Angriff. Sie waren noch die einzige und letzte deutsche Waffengattung, die in der Offensive stand. Später wird Churchill sagen, das Einzige, was ihn damals wirklich geängstigt habe, sei die Bedrohung Englands durch die deutschen U-Boote gewesen. Geheimer Bericht des Sicherheitsdienstes der SS. Mit größter innerer Anteilnahme wird die Schlacht im Atlantik verfolgt. Es verbreiten sich zahlreiche Gerüchte darüber, dass es den Engländern gelungen sei, eine absolut sicher wirkende U-Boot-Abwehr zu schaffen. Mit größter Besorgnis wird nach dem Verbleib des Bootes von Prien gefragt. U-Boot-Männer waren jetzt die Helden der Nation. Die Besatzung des Unterseebootes 123 besuchte das MAN-Werk in Augsburg. Alois Neukomm war Bootsmat auf einem U-Boot. Er war auf Boot 323 und dieses Boot hatte eine unheimliche Leistung, das heißt die Diesel hatten eine unheimliche Leistung gebracht und auf das hin wurden wir in Augsburg von der Firma NAN eingeladen, haben das Werk besichtigt, haben die Stadt besichtigt und wurden auch nach Oberstdorf eingeladen. Die Bevölkerung hat uns herzlich begrüßt und es war natürlich toll für uns U-Boot-Fahrer, ja dann auf dem Nebelhorn zu fahren. Mit der Seilbahn. Das letzte Stück haben wir dann noch barfuß im Schnee zurückgelegt bis zum Kreuz. Es war eine feine Sache damals. Hoher Besuch. Ein prominenter Freund der Deutschen im Zweiten Weltkrieg sah sich an Bord eines U-Boots um. Der norwegische Dichter und Nobelpreisträger Knut Hamsun. Einfahrten zu den U-Boot-Bunker und vom Hafen, die waren vermint. Also wir konnten nicht unter Wasser auslaufen, sondern man musste über Wasser fahren. Und der Auslaufdach an und für sich, es war immer schlecht zu sagen, hier für uns wenigstens. Heute laufen wir aus oder morgen laufen wir aus. Und trotzdem hat sich erwiesen hier, dass etliche Leute, die haben den Auslaufdach praktisch gesehen, immer gewusst, da haben wir noch gar nicht richtig gewusst. Und dadurch war die Gefahr gegeben hier, dass wir von Fliecher angegriffen wurden. Und bei einer Fahrt hier ist es auch passiert. Wir sind rausgefahren, wir waren noch nicht weit draußen, ist dann ein Flugzeug gekommen von vorne, hat geschossen, es war ungefähr, glaube ich, 10 Zentimeter geschossen hier und es hat den Turm durchschlagen. Und der Mann, der am Ruder war, wurde getroffen und war sofort tot. Es ist besonders tragisch für mich gewesen, denn ich war selbst am Ruder. Ein Kamerad auf der Brücke hat mich gebeten, hier, ich soll ihm ablösen, damit er eine Zigarette rauchen konnte. Ich habe sofort Ja gesagt und bin auf die Brücke raufgegangen und er ist ans Ruder gegangen. Und da ist es passiert, also es hätte genauso mich treffen können. Und dieses Erlebnis hier an und für sich hier, das wird ewig bei mir zurückbleiben. Mit kaum vorstellbarer Ausdauer und Erfindungsgabe. Zusammengehalten von einem selbst in der Wehrmacht beispiellosen Kameradschaftsgeist. Monatelang von der Heimat abgeschnitten, führten sie ihren Krieg auf den Weltmeeren. Wenn man auf einem U-Boot überleben will, dann muss eine harte Disziplin herrschen. Es ist unmöglich, dass dort Laschheiten eintreten.
Das geht nicht, denn jeder ist für den anderen mitverantwortlich. Und wenn einer einen Fehler macht, sei es nur, dass er ein bisschen nachlässig ist, das kann tödliche Folgen haben. Außenreparatur und Treffen mit einer Milchkuh im Indischen Ozean. So nannten die U-Boot-Männer die Versorgungs-U-Boote, die ihre Boote auf hoher See auftankten und ihnen Lebensmittel und Post brachten. Wir hatten an und für sich das Gefühl, vielleicht kam es daher, dass wir noch zu jung waren, dass wir ein feines Leben hatten. Die See war meistens ruhig. Die Sonne schien, wir konnten baden, wir konnten schwimmen und es war für uns einfach herrlich. Und wir bekamen allmählich das Gefühl und vor allen Dingen vielleicht nicht das Gefühl, sondern wir bekamen auch mehr Angst. Denn mittlerweile hat sich das Radar dermaßen geändert, wir konnten zum Beispiel nicht mehr über Wasser fahren, wir mussten nur unter Wasser fahren. Und hier wurde das Gefühl eben wacher, dass es immer schlechter wurde, es sanken immer mehr Unterseeboote. Dann im Mai 1943 kam schon die Wende im U-Boot-Krieg vor der amerikanischen Küste. Die britische Marine hat ein neues Radarsystem entwickelt, das sie bald in die Lage versetzte, deutsche U-Boote auch in den größten Tiefen zu orten. Darüber hinaus war es den Engländern gelungen, den deutschen U-Boot-Funkschlüssel zu knacken. Entscheidend war aber wohl doch, dass es den Alliierten mit der nun in Gang gekommenen gewaltigen amerikanischen Produktion möglich geworden war, den Geleitschutz zu verdoppeln, ja zu verdreifachen. Duell im Atlantik. Aus dem Jäger wurde der Gejagte. Sobald die britischen U-Boot-Jäger den Feind geortet hatten, der kaum noch Gelegenheit fand, in einen Gleitzug einzudringen, legten sie eine Wasserbombenserie nach der anderen. Die deutschen U-Boote wurden so lange gejagt, bis sie sich vom Gleitzug entfernt hatten oder tödlich getroffen waren. Von den 39.000 U-Boot-Männern im Zweiten Weltkrieg überlebten nur 6.000 Mann, nur jeder Siebente. Der Obergefreite Lothar Jesse gehörte zu den wenigen, die die Versenkung ihres U-Bootes überlebten, vor Sumatra. Das Boot sackte wie ein Stein ab. Ich dachte, mein Gott, so also ist das Sterben. Du hast dich einmal hierher gemeldet, bist ja selber schuld dran. Aber dann fiel mir das alles ein. Ich dachte, hier hilft doch kein Jammern. Ausschluss, Konsequenz. Aber dann dachte ich an meine Mutter. Meine Mutter, die würde schreien.
die würde zusammenbrechen, wenn sie diese Nachricht bekam. Schon mein Vater war an den Verletzungen des Ersten Weltkrieges gestorben. Sie musste uns Kinder alleine großziehen. Die Zeit war knapp, die Luft im Boot war verbraucht, wir mussten uns beeilen. Als das Luck geöffnet wurde, schlug es auf, die Luftblase ging nach oben, das Luck wurde wieder zugedrückt, es flatterte, es ging auf und zu. Ich wusste, nur nicht allzu schnell aussteigen, das flatternde Luck würde mich erschlagen. Mit einem Griff holte ich mir ein Einmannschlauchboot zur Hand und ich öffnete ganz wenig nur das Ventil, sodass nur Schleichluft herausgehen konnte. Das Boot sollte, wenn ich oben kommen würde und noch leben würde, sollte es sich entblättert haben. Nun stieg ich aus. Das Wasser war dunkel. Langsam wurde es heller. Ich wusste, dass ich hochkomprimierte Luft eingeatmet hatte und die musste raus. Ich musste gegen das Gefühl, die Luft zu behalten, doch den Mund öffnen und die Luftblasen herauslassen. Denn sonst, das wusste ich, das hatten wir in der Tauchschule gelernt, würde meine Lunge reißen. Ich kam weiter nach oben und auf einmal schoss ich aus dem Wasser heraus. Dass einmal ein U-Boot aufgebracht und seine Besatzung gerettet wurde, ist auch vorgekommen. Diese englischen Bilder bezeugen es. Aber es war die Ausnahme. Im Spätsommer 1943 brach Dönitz den Geleitzugkrieg im Atlantik ab. Hallo, mein Schiff. War gut? Die Probe ist sehr gut geworden, jawohl. Na, wunderschön. Meine Herren, machen wir die Aufnahme. Dagegen lief die Unterhaltungsmaschinerie des totalen Krieges unaufhaltsam weiter. Die chilenische Nachtigall Rosita Serrano, Liebling der Deutschen, gab sich international. Barnabas von Getschi und sein Orchester spielten für verwundete Soldaten. Drüben im Nachbarhaus wohnt sie. Els? Das ist doch kein Name. Els Kling. Eigentlich Els Kling. Aber alle nennen sie nur Els. Ist sie Schwedin? Aus Finnland ist sie, glaube ich. Ich weiß es aber nicht genau. Ein großer Publikumserfolg im hanseatischen Milieu spielend. Wegen der dauernden Luftangriffe auf Hamburg wurden die Dreharbeiten dieses Films im Süden des Reiches zu Ende geführt. Großartig haben Sie das gemacht, Els. Ach, hier so aus dem Stand ins Zentrum zu treffen, ist ja keine Kunst, Fräulein Proben. Vom Pferd aus, im Galopp, das ist schon was anderes. Werner Kraus, der profilierte und eigenwillige große Charakterschauspieler, wurde 60 Jahre alt. Mein Geist verirrt sich in die Jugendzeit. Als ich aus Spanien kam, wo ich erzogen und man nun meldete, dass Deutschlands Küste sich nebelgleich am Horizonte zeige, da lief ich aufs Verdeck und offener Arme rief ich, mein Vaterland, mein teures Vaterland. Im Westen des Reiches ging dieses Vaterland bereits in die Bunker. Eine ganze Stadt lebte unter der Erde. Oberbürgermeister, Stadtverwaltung, Archive. Alles fand seinen neuen Standort in den Schächten eines aufgelassenen Bergwerks. Den deutschen Städten drohte Furchtbares, wie vordem Warschau oder Rotterdam. Am 14. Februar 1942 hatte das britische Luftfahrtministerium eine neue Weisung ausgegeben.
Das britische Bomberkommando sollte von nun an intensive Nachtangriffe gegen deutsche Großstädte fliegen. Ausdrücklich wurde als Hauptziel die Demoralisierung der Zivilbevölkerung bezeichnet. Es war die Stunde des britischen Bomberchefs Arthur Harris, bald vom Feind als Bomber Harris gefürchtet. Seit langem hatte er gefordert, gebt mir 4000 Bomber und 1000 Jäger, dann werde ich in kürzester Zeit Deutschland kapitulationsreif bomben. In gewissem Sinn war Harris ein Gegenbild zu Dönitz. Dönitz glaubt allein mit den U-Booten, Harris allein mit den Bombern, den Krieg gewinnen zu können. Die Menschen in den Städten lebten mit dem Fliegeralarm. Frau H.T. aus Berlin Anfang 1943. Dann kann einen schon die Angst packen vor dem nächsten Angriff. Im Flur steht jetzt der Rohrplattenkoffer, der große schwarze Koffer darauf und ein kleiner Koffer mit Jostis Sachen. Ich lege mir jeden Abend alles zurecht. In der Zeitung schrieben sie letztens, dass bei Totalverlust keinesfalls alles an Spinnstoffen ersetzt werden kann. Man soll alles mit in den Keller nehmen. Das ist aber schön gesagt. Ich bin ja froh, wenn ich mit dem Kind hinunterkomme. Meist geht ja dann schon die Schießerei los. Die deutsche Luftabwehr zeigte sich von der verschärften britischen Luftoffensive überrascht. Die Jäger warfen sich den britischen Bombern entgegen, doch sie waren viel zu schwach, um die Angreifer zu stoppen. Der General der Jagdflieger, Adolf Galland, hatte schon Monate vorher vor den verhängnisvollen Schwächen der Luftverteidigung gewarnt. Jagdflieger waren in den letzten Jahren vor Beginn des Krieges vernachlässigt worden. Sie wurden der Luftverteidigung zugerechnet, ähnlich wie die Flakartillerie, und wurden dann nachher im Kriege ganz anders eingesetzt und gebraucht. Sie wurden einfach gebraucht, um die übrige Luftwaffe zur Wirkung zu bringen, solange es offensiv ging. Die Luftverteidigung des Reiches verlangte logischerweise eine defensive Einstellung der Luftwaffe. Diese defensive Einstellung war bei Hitler nicht durchzusetzen. Hitlers ganzes Denken war rein offensiv. In der frühen Kriegsperiode war unter den deutschen Jagdfliegern Werner Mölders berühmt geworden. Hier beim Abflug zum Einsatz über England 1940. Die Popularität der Jagdfliegerasse täuscht über die strategisch untergeordnete Rolle hinweg, die die Führung dieser Waffe zuschrieb. Sie sollte in erster Linie die großen Bomberverbände nach England begleiten und schützen. Denn allein von angreifenden Bombern erhoffte sich die deutsche Führung eine kriegsentscheidende Wirkung. An eine Verteidigung Deutschlands gegen britische Bomber dachte in den ersten Kriegsjahren niemand. Ausspruch des Führers, dass am Ende dieses Krieges der glorreichste Sieg der deutschen Geschichte stehen soll. Und ich will, dass unser Geschwader, das Adlergeschwader, einen erheblichen Anteil daran hat. Kapper Flo wird an uns denken. Sehr siegesbewusst waren die Bomberkommandeure, die gegen England flogen. Angriff gegen den britischen Flottenstützpunkt Scapa Flow Anfang 1940. Eine ganz neue Rolle für die deutschen Bomber, die bisher nur zur Unterstützung von Heeresoperationen bestimmt waren. Tagebuchaufzeichnungen von Karl-Heinz H., Kommandant einer He 111 des Löwenkampfgeschwaders, der an den ersten Flügen nach Scapa Flow teilnahm. Von Westerland aus fliegen wir 6 bis 7 Stunden über die Nordsee. Jeder Auftrag ist ein zermürbender Alleinflug der 4-Mann-Besatzung. Ohne Sichtorientierung. Ohne ausreichende Wettervorhersage. Schaumkronennavigation nennen wir das. Kommandeure des Löwengeschwaders, Oberst Fuchs, der vom Führer mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet wurde, begibt sich nach seinem kurzen Aufenthalt in Berlin wieder zur Truppe. Diese hohe Auszeichnung, die ich erhalten habe, ist nicht mein persönliches Verdienst. Es ist das Verdienst meines Geschwaders, das in unvergänglichen Heldentaten den Kampf gegen England bisher geführt hat. Weiter im Tagebuch des Kommandanten. Meer um uns herum, nichts als Meer. Der Glaube an unsere beiden Motoren, das beruhigende, stundenlange, gleichbleibende Geräusch ihres Laufes, lässt uns diese aufregenden Flüge überstehen.
Deutsche Jäger in pausenlosem Einsatz. Falk, ich glaube, Ihre Staffel hat den Vogel abgeschossen heute. Mit 8 Abschüssen. Jawohl, Herr Soldern. Fantastisch. Jäger, Ihnen darf man gratulieren. Ihnen auch, verlassen. Wie viele Abschüsse, Lenz? Wir haben 3 Abschüsse, Herr Soldern. Schützenkönig. Bravo. Zahllos. Wunderbar. Menschen im Einsatz. Jargon im Krieg. Zu Beginn des Krieges unterstützten die Jagdflieger das Heer. Jetzt gegen England sollten sie die Bomber schützen. In der ersten Kriegsphase hatten die Sturzkampfbomber die Wirksamkeit der Luftwaffe erhöht. Diese Stukas waren für den Gegner entnervend. Der Hauptmann der Luftwaffe, Robert Oleinik, war unter anderem auch Ausbilder von Stuka-Fliegern. Bei einer Sturzgeschwindigkeit von 480 Stundenkilometer traten sehr hohe Kräfte auf den Organismus. Das heißt, man hatte die Sturzgeschwindigkeit durch eine Sturzfluchtbremse auf 480 begrenzt, damit die Maschinen nicht abmontierten und jederzeit vom Flugzeugführer wieder in die Gewalt kam. Beim Abfangen selbst waren die Kräfte so hoch, dass Sekunden der jeweilige Flugzeugführer einen schwarzen Schleier bekam. Das heißt, er sah in dem Moment nichts mehr. Auch die Luftwaffe hatte ihre Propagandaeinheiten. Walter H. Schmidt wurde als Kameramann nach Frankreich kommandiert. Ich begab mich zu Fuß zur Einheit, bin dort überhaupt gar nicht erst bis zum Kommandeur vorgedrungen, sondern wurde schon von dem Spieß abgefangen. Meine gesamte Kameraausrüstung wurde auf die Waffenkammer gestellt und ich wurde für die nächsten 14 Tage zur Wache eingeteilt. Es passierte dann ein Luftangriff über dieser Gegend, bei dem von deutschen Jagdfliegern eine ganze Reihe englische Maschinen abgeschossen wurden. Natürlich war kein Meter gedreht, denn die Kamera stand ja auf der Waffenkammer. Das hat sich erst gebessert in dem Augenblick, wo die Flieger und das Bodenpersonal, was ja auch immer in der Story mit einbegriffen gewesen ist, Post von zu Hause bekommen haben, wo sie geschrieben haben, ach, ich habe dich in der Wochenschau gesehen und prima und du siehst ja toll aus und so. Da war das Eis so richtig gebrochen. Damals wollte die Luftwaffe mit 1700 Maschinen unter der Führung der Generale Sperle, Kesselring und Stumpf England sturmreif bomben. Damals an der Kanalküste standen sie auf dem Höhepunkt ihrer Erfolge. Dann schaute die Luftwaffenführung auf Reichsmarschall Hermann Göring, der großsprecherisch die Oberleitung des Luftkrieges gegen England übernommen hatte. Doch der erste Masseneinsatz von Bombern und Jägern war enttäuschend verlaufen. Die britischen Jäger hatten sich den Deutschen als ebenbürtig erwiesen. Oberleutnant in einem Kampfgeschwader Otto Bechtle hatte bei einem Flug über London eigene Gedanken. Ich erinnerte mich des Sommers 1935, als ich als Schüler in England war und dabei auch London kennenlernen durfte, ganz emotionell bei diesem Bild, wo auch Assoziation
zur Vergangenheit meiner Eindrücke hervorbrachen und sagte zu meinem Staffelkapitän, der Kommandant des Flugzeugfahrers und zu meiner Besatzung zählte als Beobachter, ist das nicht eine Schande, diese Stadt kaputt zu machen? Er antwortete, halten Sie die Schnauze, Bächtle. In spätestens 2 Jahren sind wir dran und wahrscheinlich noch schlimmer. Der Luftkrieg eskalierte mehr und mehr zum Terrorkrieg. Eine deutsche Bombereinheit, die Docks an der Themse angreifen sollte, verflog sich und bombardierte London. Mit schweren Folgen für die Londoner Zivilbevölkerung, aber noch schwereren für den Kriegsverlauf. Churchill befahl sofort einen Vergeltungsangriff auf Berlin, der wenig Schaden anrichtete, aber Hitler dazu veranlasste, die ganze deutsche Strategie umzustoßen. Bei den herausfordernden Angriffen der Engländer in den letzten Nächten auf Berlin hat der Führer sich entschlossen, einen gewaltigen Vergeltungsschlag gegen die Hauptstadt des Britischen Reiches zu befehlen. Ich habe persönlich die Leitung dieses Angriffs übernommen und habe in diesen Abendstunden über mir das Brausen der sieggewohnten deutschen Geschwader gehört, die dem Feinde zum ersten Mal nun am hellen Tage mitten ins Herz hineinstießen. Der Optimismus der deutschen Fliegergenerale war bald verflogen. Der junge deutsche Jagdflieger Felix Sauer erlebte den Fehlschlag bei den Luftschlachten über London. Die Verluste am Kanal waren eben so groß, dass der deutsche Nachschub direkt von den Jagdschulen an die Front geholt wurde. Und so kam ich auch schon im Oktober 40 an den Kanal und musste nach London fliehen. Jeden Tag 3 Mal. Wir mussten die Bomber von Lille kommend aufnehmen und hatten einen Gleitschuss von Meereshöhe bis etwa 6000 Meter Höhe zu fliegen. Und mussten unbedingt dranbleiben. Die Engländer hatten es einfacher. Die hingen drüben schon in 10.000 Meter Höhe und fuhren uns dann ins Kreuz und haben immer den einen oder anderen mit hinuntergenommen, sodass wir sehr große Verluste hatten. Immer waren die Docks der Themse, Themse-Mündung, unser Ziel. Und wir hatten also Sprit, gerade hinzufliegen und hatten 10 Minuten Flugdauer noch, um Luftkampf zu machen, dann mussten wir wieder nach Hause. Und so war das also eine große Verschleißschlacht geworden, bei der wir immer die Kürzeren zogen, weil wir ja gar nicht uns in große Luftkämpfe einlassen konnten. Das war also die Schlacht um England, wie ich sie erlebt habe, wobei wir recht große Verluste hatten und den Nachschub direkt zum Teil von den Jagdschulen nehmen mussten. Die Luftschlacht über England war verloren. Aber der Bombenkrieg gegen London ging weiter. Die Besatzungen erreichten oft nicht mehr das Festland. Die Seenotdienste der deutschen und englischen Luftwaffe retteten unter größtem Einsatz Freund und Feind. Eine eigene Art Fairness herrschte zu dieser Zeit noch unter den Fliegern. Der Jagdflieger Peter Georg Eder berichtet. Im Verlauf des Luftkampfes gelang es mir, eine Spitfire auszukurven und diese abzuschießen. Ich sah, dass der Pilot mit dem Fallschirm ausstieg. Ich flog zurück zu meinem Platz nach Beaumont-la-Rochée. Dort meldete ich meinen Abschuss beim Geschwaderstab. Am selben Abend saß ich mit meinem Flugzeugführer zusammen in der Staffelbaracke und erhielt dann gegen 20 Uhr einen Anruf von Oberfeldarzt Knöckel, dem Chefarzt des Lazaretts in Bernay, dass ein englischer Yachtflieger, der mit dem Fallschirm abgesprungen ist und schwer verwundet war, bei ihm eingeliefert wurde. Ich fragte ihn, ob ich ihn besuchen könnte und er sagte, heute nicht mehr, ich möchte am morgigen Tag kommen. Ich ging zu dem Piloten hin, gab ihm die Hand und erklärte ihm, dass ich der deutsche Pilot sei, der ihn abgeschossen hatte. Und er guckte mich also mit großen Augen an und fragte, ob ich schon mehr abgeschossen hätte. Ich sagte, ja, er wäre etwa mein 27. Und daraufhin
erschien ein kleines Lächeln in seinem Gesicht und ich merkte dann, dass er froh war, dass er also von einem Experten abgeschossen wurde und nicht von einem Anfänger. Und ich setzte mich auf einen Stuhl neben sein Bett und wir begannen dann eine Unterhaltung. Da ich einigermaßen Englisch sprechen konnte, fragte ich ihn, was er nun denken würde über seinen Abschuss und dass für ihn ja nun der Krieg zu Ende sei. Da sagte er mir, ja, für mich ist nun der Krieg zu Ende, aber in Wirklichkeit verstehen wir uns beide doch sehr gut. Wir sind beide dieselben Typen und es ist doch so, dass nicht wir etwas gegeneinander haben, wir tun ja nur unsere Pflicht als Soldaten, sondern dass letztendlich ja die Politiker dann schuld sind, dass wir uns gegenseitig bekämpfen. 3 Tage später erhielt ich im Laufe des Nachmittags einen Anruf aus dem Lazarett, in dem mir mitgeteilt wurde, dass der englische Oberleutnant an Wundband gestorben sei. Mich traf dies wirklich wie ein Schock und ich war irgendwie traurig. Anstatt die deutsche Luftwaffe auf den Kampf um England konzentrieren zu können, musste sie sich auch auf die von Hitler diktierten anderen Kriegsschauplätze verzetteln. So zum Beispiel im Mittelmeerraum, Malta. Kannte also den Verband bereits, der dann nach Sizilien verlegt wurde. Der Kommodore des Verbandes, Oberstfreier von Malzahn, hatte sich durch sehr viele Abschüsse ausgezeichnet und ich bekam von meiner Kompanie eine Sonderaufgabe, nämlich den Einbau von Kameras in die Tragflächen von Jagdflugzeugen. In dem Moment, wo geschossen wurde, lief die Kamera an. In beiden Tragflächen waren Kameras mit unterschiedlichen Objektiven, sodass gerade bei den erfahrenen und damals schon berühmten Fliegern zu erwarten war, dass hier eine ganze Reihe Abschüsse feindlicher Flugzeuge herauskommen werden. Die Geschichte mit Malta begann eigentlich aus rein strategischen Gründen. Malta war ja wie ein Schlachtschiff im Mittelmeer, ungeheuer mit Yachtflugzeugen bestückt und Schiffen und Flak, sodass es für die Geleitzüge der Deutschen ganz schwer gewesen ist, an Malta vorbeizukommen. Und das gesamte Material habe ich dann nach Berlin geschickt. Und es ist natürlich, wie das ja immer so ist, wird immer nur ein Teil des Materials veröffentlicht. Aber hier war es quasi die Story in etwa, wie ich sie mir ausgedacht hatte. Der Jagdflieger Felix Sauer war bei den Kämpfen um Malta dabei. Ich wurde also bei Malta abgeschossen. Ich musste die Kabine abwerfen und sprang dann aus der brennenden Maschine herunter. Mein Kamerad beobachtete das und gab sofort Alarm. Und nun setzte eine große Rettungsaktion ein. Die verlief nun im Sande, weil erstens einmal die Seenotmaschine abgeschossen wurde, die erste. Und die zweite und dritte konnte wegen der plötzlich hereinbrechenden Dämmerung nicht mehr neben mir landen. Ich hatte mir mit meinem Hemd und meiner Seenotflagge ein kleines Segelboot konstruiert und trieb nun so im freien Meer herum. Mit Papierschnitzeln, die ich auf Wasser warf, habe ich die Geschwindigkeit gemessen und konnte dann, da ich die Entfernung kannte, nach Tunesien herüber treiben oder auch nach Sizilien zu. Und glaubte nun am dritten Tage wieder Heimatboden zu erreichen. Aber dann kam Westwind auf, der trieb mich in die freie See hinaus, sodass ich also am 8. Tage in Richtung Kreta stand, 300 Kilometer nichts als Wasser. Und dort hat mich dann ein italienisches Torpedoboot gerettet. Ich kann sagen, wohl am letzten Tag, an dem ich noch am Leben war. Denn ich hatte inzwischen 60 Pfund abgenommen und hatte eigentlich schon die Rettung aufgegeben. Wissen Sie, Hunger kann man erleiden, aber Durst macht einen schier wahnsinnig. Ich muss es sagen, ich habe verzweifelnde Versuche gemacht, da ich ja auch Biologe und Chemiker war, das Wasser zu entsalzen. Aber es ist nicht gelungen und ich habe zuletzt, ja, ich muss es sagen, meinen eigenen Urin getrunken.
Inzwischen hatten die Briten ihre Vorbereitungen auf ihre große Bomberoffensive gegen Deutschland abgeschlossen. Eine britische Bombermannschaft wird instruiert. Wenn man noch bedenkt, welch große Rolle die deutsche Luftwaffe seit Juni 1941 im Russlandfeldzug spielte, versteht man, dass es bei der deutschen Luftverteidigung an allen Ecken und Enden fehlte, als im Frühjahr 1942 der britische Bombenkrieg gegen Deutschland mit voller Wucht einsetzte. Seine geforderten 4000 Bomber hatte Bombergeneral Harris damals noch nicht, aber 1000 Bomber hatte er beisammen und die setzte er bei dem ersten Massenangriff sämtlich ein, auf Köln, in der Nacht vom 30. auf den 31. Mai 1942. Abwehrschlacht über Deutschland. Nachtjäger starteten. Alarm für die Flakmannschaften. So sah es während der 90 Minuten des Angriffs in Köln von unten aus. Und so von oben. Die Menschen warteten in den Kellern. Hauptmann der Feuerschutzpolizei Erich Behnke erlebte den 1000-Bomber-Angriff auf Köln. In dieser Nacht war es ganz anders und völlig unerwartet, dass pausenlos bis, wie wir erst später erfuhren, über 1000 Bombenflugzeuge, 90 Minuten lang 1500 Tonnen Brand- und Sprengbomben und Luftminen über Köln und speziell im Zentrum abluden. Nach diesen 90 Minuten aus den Kellern torkelten, heraustaumelten, mit verdreckten Kleidern, Augen und mit ihren Kindern auf den Armen, versuchten wir dann in diese Flächenbrandgebiete mit Löschkräften einzudringen, um durch Brandgassen, die wir in die engen Altstadtstraße hineinschlugen, mit Wassermengen, die nur dazu da waren, um so viel sauerstofffreie Lufträume zu schaffen, dass die Menschen, die überhaupt noch aus den Kellern zu holen waren, gerettet werden konnten. Erst am anderen Morgen, als es hell wurde und die Nebel- und Rauchschwaden über der Innenstadt sich etwas lichteten, sahen wir dann, welchen grauenvollen Großangriff die Engländer auf Köln gestartet hatten. Das war Köln. Und so ging es weiter. Magdeburg, Berlin. Herbert Kümmritz, Bordschütze bei der Nachtjagd, schildert die Nächte über Deutschland. Die Einsatzbereitschaft, die Kampfmoral der Nachtjagd war unerhört gut und ist auch zu jeder Zeit gelobt worden. Sie ist gespeist worden im starken Maße von dem persönlichen Ehrgeiz, von dem Karrierewollen der Spitzenbesatzung, die mit aller Gewalt abschießen wollten und wenn irgendwie möglich, wie es auch bei der eigenen Besatzung der Fall war, an die Spitze der Abschießer zu kommen. Es kam hinzu dann, dass abgesehen von diesem persönlichen Ehrgeiz, die Beobachtungen, die man hier nur aus der Luft zu machen hatte, die brennenden Städte, ob es nun Wuppertal, Berlin, Hannover, Kassel, Mannheim war, so ein fürchterliches Bild erzeugte, diesen teilweise stundenlang, teilweise 30 Minütchen Bombenhagel mitbeobachten musste aus der Luft, dass da auch ein gewisses Gefühl des Hasses, will ich beinahe sagen, des Hasses aufkam, zumindest das Gefühl, dass in einem allgemeinen Konsensus für die Nachtjagd zum Ausdruck kam, zu versuchen, vor dem Bombenwurf abzudrängen, abzuhalten, abzuschießen. Der Bombenkrieg wurde immer mehr zu einem technischen Wettlauf der Waffensysteme. Die Deutschen entwickelten raffinierte Ortungsgeräte,
Die Engländer setzten Störgeräte dagegen. Die Nächte über Deutschland brachten hohe Verluste für beide Seiten. Die Luftwaffenhelferin Hermine Hornung erlebte einen der schwersten Luftangriffe auf Berlin. Der Angriff dauerte lange. Es war sehr schlimm. Es krachte und krachte. Und der Bunker, der Keller, der Luftschutzkeller, der war sehr vollgestopft mit Kindern, mit Leuten, mit Alten und Jungen. Die alten Leute, die grafen zum Rosenkranz, die beteten, die Kinder weinten. Die Frauen trösteten die Kinder, es war sehr schlimm. Auf einmal tat es einen sehr gewaltigen Schlag. Und die Tür, so die Eisentür, was die Luftschutzkeller abschloss, stürzte rein. Und Feuer und Flammen kamen auf uns zu. Und ein junger Mann stand mitten in der Türöffnung, die Hände vors Gesicht. Ganz voll Schwefel, gebrannt hatte wie eine Flamme und zusehends sah mir, wie seine Haare, während er reinkam, richtig schlau weiß wurden. Er schrie, bringt mich um, bringt mich um, bringt mich um, helft mir. Wir wussten gar nicht, wir waren wie gelähmt, wir wussten gar nicht, was wir tun sollten. Wir nahmen eine Decke oder was wir hatten, wie die Decke ums Gesicht, es half aber nichts. Die Decke, die brannte ja auch gleich. Wir wälzten ihn auf Fußboden, es war sehr, sehr schlimm. Es war sehr schlimm gewesen. Noch in derselben Nacht ist der Mann gestorben, aber der sah aus, ganz zusammengeschrumpft, von den Schwefel, die Haare verbrannt, das Gesicht verbrannt, die Körper, die Fetzen lagen am Körper, es war sehr schlimm gewesen. Frau Marlene Schwering erlebte als Kind einen schweren Luftangriff auf Köln. Ich sehe noch vor mir eine Ordensschwester, die in der Mitte des Raumes saß und den Rosenkranz vorbetete. Ich weiß noch, dass ich dachte, bei dem Schluss des Gegrüßet seist du Maria jetzt und in der Stunde unseres Todes. Sie kann das Und weglassen, denn es ist aus. Es ist in der nächsten Sekunde aus. Ich wusste, dass wir alle nicht lebendig aus diesem Keller herauskommen würden. Die Menschen, als es so schlimm wurde, dass die Bomben in das Gebäude einschlugen und der Staub von den Wänden kam, dass man keine Luft mehr holen konnte, schrien, heulten, weinten, beteten. Und ich weiß noch, dass ich mich als Kind gewundert habe, dass die Erwachsenen weinten, denn ich habe nicht geweint. Ich hatte viel zu viel Angst, um zu weinen. Vielleicht habe ich die Erwachsenen sogar im Stillen verachtet, weil sie weinten. Zerfetzt, verbrannt, erstickt. Deutsche Zivilbevölkerung und alliierte Piloten. Diese traurigen Bilder eines brutalen und sinnlosen Krieges wiederholten sich 3 Jahre lang. Frau Ilse Winschkewitz schildert die Stimmung nach einem Bombenangriff. Ein grauenvolles Bild bot sich uns. Die Stadt brannte lichterloh. Ich rannte den anderen Leuten nach. 2 Soldaten hörte ich sagen, wir fahren am besten wieder an die Front. Da wissen wir, wo der Feind steht. Das Leben ging weiter. Die bombardierten Städte waren schwer verwüstet, aber sie waren nicht tot. Tot waren Abertausende von Menschen, vor allem Frauen und Kinder. Aber die Städte lebten. Mit großer Zähigkeit wurde alles sofort wieder in Gang gebracht. Die deutschen Kommunalverwaltungen arbeiteten weiter. Jeder half jedem. Das Ziel der Terrorangriffe wurde nicht erreicht. Im Gegenteil, die Moral der deutschen Großstädter blieb ungebrochen. Eine raffinierte Propaganda nutzte die Verzweiflung der Bevölkerung für ihre Durchhaltepolitik. Der Leiter der Deutschen Arbeitsfront, Robert Ley, in Krefeld. Reichsmarschall Hermann Göring im Ruhrgebiet. Wir gehen
beginnend von 1942 hat Göring mehr und mehr seine Jagdwaffe beschimpft. Er hat festgestellt, dass sie den Anforderungen nicht genügt. Er hat alles, was ihm nicht in den Kram passte, einfach nicht wahrhaben wollen. Die Jagdwaffe hatte ab 1942 im Westen und ab Ende 1942 dann auch über dem Reich erhebliche Verluste, die ersetzt werden mussten, materiell und personell. Beides fiel schwer. Die Rüstung war noch auf unendlich viele Typen verteilt. Schwerpunkt der Luftrüstung war der Bomber nach wie vor. Es kamen viel zu wenig Jäger pro Monat heraus, aber wir hatten auch viel zu wenig Jagdflieger als Ersatz. Reichspropagandaminister Goebbels in einem Rüstungsbetrieb. In Zeiten, die Triumphe über Triumphe bringen, glaubt auch der Schwächling an den Sieg. Wenn aber einmal ein Rückschlag hingenommen werden muss, ist es Sache der starken und festen Menschen, auf den Sieg zu vertrauen. In solchen Zeiten besonders bilden die breiten Massen unseres Volkes, die Arbeiter und die Bauern, das Fundament des Staates. Rote Kreuzschwester ME. Eben hielt Dr. Goebbels seine Ansprache. Er sprach von Hass, Rache, Vernichtung und Vergeltung, nur nicht von Liebe. So ist alles anders als in der Bibel. Aber wir leben auch in einem anderen Zeitalter. Die Überlegenheit der Alliierten erlaubte, die deutschen Städte anzugreifen, wann und wie sie wollten. Ihre strategische Kalkulation enthielt einen Fehler. Eine ausgebombte Bevölkerung macht keinen Aufstand. Sie ist mit dem Überleben beschäftigt. Alles wurde auf den Bombenkrieg hin organisiert. Familien trennten sich von ihren Kindern und waren dankbar für die amtlich organisierte Kinderlandverschickung. KLV, Kinderlandverschickung. Für die Kinder aus diesen Kriegsjahren der Begriff für Heimweh und gestörtes Familienleben. Tagebuchaufzeichnungen aus einem KLV-Lager. Ich kann mich genau erinnern, mittags traf die Post ein, der Lehrer sah sie durch, reichte die Briefe weiter. Einen Brief behielt er bei sich. Er winkte einen kleinen Jungen zu sich heran, legte einen Arm um seine Schulter und ging mit ihm den Flur entlang. Wir sahen den Jungen erst am Abend wieder. Blass, still kroch er in sein Bett, zog die Decke über den Kopf und nach Stunden, als ich zufällig wach wurde, hörte ich sein Weinen. Nach Tagen erfuhren wir, dass seine Mutter und Großmutter und seine kleine Schwester bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen waren. Frau Gertrud Teltscher kam von München aus in die Kinderlandverschickung und erzählt von den ersten Wochen. Die ersten Wochen in der Kinderlandverschickung, es war für uns interessant, wir waren viele Kinder. Aber so nach und nach stellte sich dann doch Heimweh ein. Für manche war es schlimmer, für manche weniger schlimm. Und diejenigen, die halt weniger Kontakt zu ihren Mitschülerinnen fanden, die haben so nach und nach das Heim wieder verlassen. Sie waren dann eines Tages verschwunden. Bei Fliegeralarm mussten wir uns alle unten im Haus versammeln. Und wenn unsere Heimleitung uns dann direkt in den Keller schickte, der sehr klein war, wussten wir, was jetzt los ist, dass die Flieger kommen. Und wenn wir die Geräusche über uns hörten, wussten wir, jetzt fliegen die Bomber nach München. Und dann fing unsere Heimleiterin an zu beten und hat uns eigentlich damit ruhig gehalten und hat uns beruhigt. Nur wenn wir halt das Dröhnen dann hörten, auch von München, man konnte das bis Tölz hören, wenn die Bomben fielen, war das doch ein bisschen beunruhigend. Eigentlich hat uns nur das Beten darüber weggeholfen. Aus einer Lagerliste. Margot Wolschki, Eltern und kleiner Bruder tot. Elli Witthaus, Mutter tot. Hertha Köhler, Eltern tot. Ursula Bantin, Mutter und Geschwister tot. Zu den britischen Nachtangriffen kamen Tagesangriffe der Amerikaner. Das war eine Spätfolge der Hitlerschen Kriegserklärung an Amerika vom Dezember 1941.
Hitler ist wohl verrückt geworden, hatte damals der Luftwaffenoffizier Heinrich Graf Einsiedel spontan ausgerufen. Ich bekam einen unerhört lautstarken militärischen Anschiss. Wie könne ich unseren obersten Kriegsherrn als verrückt bezeichnen? Das sei doch völlig unangemessen und ich untergrabe die Kampfmoral der Truppe und das sei für ihn unerträglich und er müsse Tatbericht gegen mich einreichen und so weiter. Nachdem also dieser brüllende Anschiss vorbei war, den die ganze Gefechtsstandbaracke mitgehört hat, dann sagte er, du setz dich doch mal her und das ist doch unmöglich, was du dort machst. Und ich musste ja einsehen, dass ich meinen Freund in eine unmögliche Situation gebracht hatte, weil das ja wirklich ein tatberichtverdächtiges Vergehen war. Aber ich war eben damals der Überzeugung, ich fragte meinen Kommandeur, ja, habt ihr denn nie ein Buch über den Ersten Weltkrieg gelesen? Das ist doch unmöglich. Deutschland kann doch nicht Russland, Amerika und England schlagen. Wir haben jetzt schon 2000 Frontjäger an der englischen Südküste. Das sind mehr als 20 Mal so viel, als wir haben. Das ist doch absoluter Wahnsinn, was dort gemacht wird. Die Amerikaner hatten ein anderes strategisches Ziel als die Engländer. Nicht die Moral der deutschen Zivilbevölkerung, sondern die Produktion der deutschen Kriegsindustrie. Sie versucht in Präzisionsangriffen bei Tageslicht die Kriegsfabriken aus dem jeweiligen Häusermeer herauszubomben. Die deutschen Großstädte waren nun bei Tag und Nacht bedroht. Hier, ich baue dir ein süßes Puppenschlösschen. Inmitten dieses Totentanzes der deutschen Städte lief weiter ein Unterhaltungsprogramm, das die Bevölkerung beruhigen sollte. Teilen der Welt, hier ruft die Stimme der Heimat. Was willst du dem Papi sagen? Ja, Papi. Das hat er nicht gehört. Was soll er dir mitbringen? Eine Eisenbahn, Papi. Hast du es verstanden, ja, dass du nichts Falsches mitbringst? Hallo Heinz, hier spricht dein Peter. Im Juli ist dein Februarbrief angekommen. Ich habe mich über deine Meinung sehr gewundert. Du machst dir Gedanken und Sorgen, die völlig gegenstandslos sind. Denn es ist hier noch alles so, wie du es verlassen hast. Also los, meine Herren. Wer fliegt zuerst? Nein, wieder nicht. Zurücktreten. Ich bin nicht der Erste. Der Beste ist schon mal geflogen. Sie noch nicht? Nein. Dann kommen Sie zuerst. Nein, ich kann ruhig einer der Herren. Ich trete gern zurück. Aber was wollen Sie? Ich kann ruhig einer der Herren mitfahren. Aber Herr Roschmüll, fahren könnte mit der Straßenbahn. Hier wird geflogen. Aber hat doch einer gesagt, ich soll in die Küche kommen, Kartoffel schälen. Was wollen Sie? Kartoffel schälen? Herr Müller? Sagen Sie, was macht denn der Hansen da? Jetzt lasst er den Quacks ganz allein fliegen. Wieso? Ja, weil er heute den Steuerknüppel loslassen hat. Das ist auch, was er jetzt macht. Wer denn? Na, der Hansen heute. Endlich. Kinder, Hansen hat einen Steuerknüppel rausgeschmissen. Mensch, Oskar, wenn das mal gut geht. Das ist ja eine tolle Sache. Was hat der Quacks denn jetzt rausgeschmissen? Jetzt hat Quacks seinen Knüppel auch rausgeschmissen. Der ist voll wahnsinnig geblieben.
Kriegsstern von Kuba. Von Wahnsinn, Maschinen im Anflug. Das Auftreten der amerikanischen viermotorigen Bomber ohne Begleitschutz bedeutete damals für die Jagdwaffe im Westen schon bereits ein Problem, weil man eine derartige Feuerkraft eines sich verteidigenden Bomberverbandes nicht erwartet hatte. Trotzdem waren die Verluste bald so stark, dass auch die Amerikaner umstellen mussten auf den Jagdschutz. Engländer und Amerikaner haben sich aber nun den Luftkrieg aufgeteilt in der Form, dass die Amerikaner den Tagesluftkrieg übernahmen und die Engländer den Nachtluftkrieg. Dadurch entstand praktisch das 24-Stunden-Bombardement, das das arme Deutsche Reich aushalten musste, das arme Deutsche Reich, für das Hitler verabsäumt hatte, das Dach zu bauen. 14. Oktober 1943 erfolgte der erste Angriff der amerikanischen Boeing-Bomber ohne Jagdschutz auf eine Schlüsselindustrie, nämlich die Kugellagerwerke Fischer in Schweinfurt. Wir wurden eingesetzt, als die Amerikaner von Frankreich kommend deutschen Boden überflogen. Und als wir nun der Luft schon sahen in der Ferne, etwa über Frankfurt-Würzburg, da ballerte die Flak dazwischen und zeigte uns mit ihren Schüssen die Richtung, wie sie kamen. Und jeder von uns jungen Fliegern freute sich wohl, jetzt einmal zu einem billigen Abschuss zu kommen. Sie kamen ohne Jäger, aber wie wir wissen, hatten sie außen um die Bombe herum einen Cordon von Boeings, die nur mit Maschinengewehren und Kanonen bewaffnet waren. Sodass man, wenn man als Jäger da heranflog, in ein unerhörtes Sperrfeuer hineingeriet. Und das war auch der Grund dafür, warum bei meinem Angriff 3 meiner Kameraden abgeschossen wurden. Ich habe geglaubt, die machen einen Abschwung, um neue Maschinen anzugreifen. In Wahrheit hatten sie also sehr viele Abschüsse unsererseits getätigt, aber auch die Amerikaner. Die Amerikaner hatten so schwere Verluste, dass sie ihre Offensive zeitweilig einstellten. Die Briten aber konzentrierten sich immer mehr auf Berlin. Achtung, Achtung! Luftklare Meldung vom Divisionsgefechtsstand. Die Spitzen der gemeldeten feindlichen Verbände haben sich der Reichshauptstadt so weit genähert, dass jetzt auch für das Stadtgebiet Fliegeralarm gegeben werden musste. Von Oktober 1943 bis zum Frühjahr 1944 wurde Berlin Nacht für Nacht angegriffen. Es waren insgesamt genau 20.224 Bomber. Der Generalintendant des Schillertheaters, Heinrich George, vor seiner ausgebombten Bühne. Beschränkung, Beschränkung und nochmals Beschränkung. Das Wesentliche für uns ist ja eben, dass es weitergeht. Und trotzdem, das verspreche ich euch,
genau den Eindruck erwecken, als ob es eine richtige Bühne ist. Wir werden eben zaubern. Zauber ist das A und O des Theaters. Und irgendwie ging es auch hier weiter. Da am Abend fast immer Fliegeralarm war, wurde schon nachmittags im Foyer des Theaters gespielt. Urfaust. Mit Horst Kasper als Faust und Will Quartflick als Mephisto. Ach, Philosophie, Medizin und Juristerei und leider auch die Theologie durchaus studiert mit heißer Mühe. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Sagt Graf, mein Herr, habt ihr noch nichts gefunden? Hat sich das Herz nicht irgendwo gebunden? Das Sprichwort sagt, ein eigener Herd, ein braves Weib, ein Gold und Perlen wert. Lasse dich nicht. Ihr heiligen Engel! Bewahre es, mein Herr! Bilder aus Berlin. Eine zerbombte, aber keine besiegte Stadt. Berlin-Alexanderplatz. Der Bombenkrieg war ein Fehlschlag. Während dieser Kriegsjahre stieg die Produktion der deutschen Rüstungsindustrie ununterbrochen an. Sogar die Ölförderung konnte bis 1943 den Bedarf decken. Aber die Flugzeugproduktion steigerte sich bis 1944 trotz heftiger werdender Luftangriffe. Und die Panzerproduktion erreichte erst 1944 ihren Höchststand. Eine Leistung der Arbeiter und Zwangsarbeiter. Dann hatten die Amerikaner einen Erfolg in diesem Luftkrieg über Deutschland. Sie konzentrierten ihre Angriffe auf die deutsche Treibstoffversorgung. Und es gelang ihnen, viele Hydrierwerke außer Betrieb zu bomben. Die deutsche Treibstoffversorgung war entscheidend geschwächt. Aber zum Sieg der Alliierten hat der Bombenkrieg im Endeffekt nicht viel beigetragen. Wenn es nach so schweren Luftangriffen immer wieder gelungen sei, das Leben in so weitgehendem Maße wieder in geordnete Bahnen zu lenken, so könne kein Zweifel darüber bestehen, dass es in den kommenden Zeiten des Friedens möglich sein werde, die zerstörten Häuser und Straßen in verhältnismäßig kurzer Zeit wieder aufzubauen. Voraussetzung dafür aber sei allein der Sieg. Dieser Film wurde in den Jahren 1943-44 gedreht. Allerdings zuletzt in Prag, weil die Filmateliers in Deutschland zerstört waren. Derselbe Bumsbetrieb sein wie in jedem anderen Hafen auch, ob das nur Frisco, Valparaiso oder Shanghai ist. Dann müsste da mal nach Köln kommen. Da ist vielleicht was gefällig. Köln? Jens, kennst du Köln? Köln? Nee, nie nicht von gehört. Was? Und dir vielleicht die Erinnerung wieder, wenn leise zu dir spricht. Sag nicht nein, du sollst bis morgen früh um 9 kleine Liebste sein. Ist dir's recht knapp, dann bleibe hier, treu geworden ist halb 10. Pack mich unter, wir wollen zusammen mal bummeln gehen. Alles auf der Thank you.
Frau K.P. aus Düsseldorf. Es ist etwas Fürchterliches über uns hereingebrochen. Und immer wieder werden wir dieser Vernichtung ausgesetzt sein. Und dankbar können wir unserem Schicksal sein, wenn wir lebend aus diesem Chaos herausfinden. Überall die verschütteten und schreckensvolle Tage, in denen der Brand in unserer Stadt wütete. Wir müssen es hinnehmen und ausharren, weil es eben nicht mehr anders geht. $600,000 waren die Opfer der 2 Millionen Bomben auf Deutschland. Der Flakhelfer Siegfried Petri erlebte einen der schwersten Luftangriffe auf Hamburg. Es dauerte lange, bis es überhaupt hell wurde. Und dann begann ein Aschenregen auf unsere Stellung niederzugehen. Stundenlang senkten sich feine Aschenteilchen und bedeckten alles, was da war, mit einer zentimeterdicken Schicht. Dazu kamen noch angebrannte, angesenkte Blätter vom Himmel herunter, persönliche Dokumente, Teile von Büchern, Noten, Urkunden, alles, was halt in Hamburg vom Brand aufgewirbelt, in die Höhe geschleudert und dann bei uns zu Boden sank. Ich erinnere mich daran, dass ein Unteroffizier unserer Batterie einige Tage nach diesem zweiten Angriff in die Stadt gefahren ist, um sich nach seiner Familie umzuschauen, die dort wohnte. Und er kam spät am Abend zurück. Er erschien uns um Jahre oder Jahrzehnte gealtert. Er hatte sich in der Stadt zu den Trümmern des Hauses vorgearbeitet, in dem er und seine Familie gewohnt hatten. Und mit großer Mühe war es ihm gelungen, in den Keller des Hauses einzudringen, nachdem er das Geröll und den Schutt weggeräumt hat. Und dort fand er im Keller die Leiche seiner Frau und die Leichen seiner 3 Kinder, mumifiziert durch die Hitze des Hauses, das über seiner Familie abgebrannt war, vor. Doch noch hielt das Bündnis zwischen Hitler und den Deutschen. Kaum einer wagt an das Ende zu denken.